So sieht das gut aus. Ein riesengroßer Krater, aber hier kommt nichts raus. Okay. Sehr schön. Das hat er mir sogar angezeigt, dass du irgendwas geballt hast. Sehr geil. Unknown Signal! Jo, hier habe ich gar nichts gekriegt. Seltsam. Dann komme ich mal schnell Bottles auffüllen und dann hole ich mir das Signal. Das schlägt auch direkt auf den See auf. Nice, ist nicht weit weg. Brauche ich halt die Bottle jetzt nicht auffüllen? Jawohl. Ja. Streaming, er lädt nach. Eieiei, ich lauf gleich. Was ist los? Achso, weil kein. Was leckt wie Sau? Ich bin hier permanent am Hin und Her schnippen. Unknown Signal. Noch ein bisschen. Also Sauerstoff und Hydrogentanks sind installiert. Das wäre fein. Da regelmäßig auffüllen kann. Leopard Crawler. Das Raumschiff nämlich umzubasteln, weil das gefällt. Mir nicht. Sieht irgendwie doof aus. Na, ich wollte erstmal einen Windpark bauen, dass wir Strom haben. Zum Aufladen der Batterien. Dann wollte ich mir auch mal ein Bohrschiff leisten. Dann gucke ich hier nochmal den Krater rein. Okay. Oh, hier ist doch was. Hydrogenplasma. Das hat wirklich was. Guck mal in den Himmel, da ist wieder was Großes, aber diesmal was Weißes. Zwei in DSF 3. Du Chessa! Denn das könnte funktionieren. Nein, ich hasse das. Verrutschst du und dann ist es eine Sekunde zu spät oder genau in dem Zeitpunkt, wo man drückt und dann ist es um ein Feld versetzt. Aber hier geht's ja noch. Hier kannst du ja schnell hin und her bauen. Bei Empyreon, ne? Hat man es ja auch schon. Desto schnell mal richtig was verschraubt. Ah, ist richtig ätzend. Oh, wir haben keine kleinen Stahlrohre. Oh doch, gerade sagen so, hä? Wir haben alles, aber keine kleinen Stahlrohre. Das hätte mich jetzt gewundert. Sieht ja schon fast vernünftig aus.
hier gab's nix. Oh, ich da neue Batterien? Nee. 100. So, ein bisschen Eis reingeschüttet, ja, ist gleich wieder weg. Dann müssen wir aber auch gucken, wie wir das mit dem Eis machen wollen, ne? Sonst zerlegt es der Water Recycler permanent. Ja. Also primär nimmt sich das der Sauerstoffgenerator. Oder das hat nicht so viel Speicherplatz. Deshalb hat jetzt zum Beispiel momentan auch der, ich weiß gar nicht, der Sauerstoffgenerator hat der, ich sehe den gar nicht. Achso, wir haben gar kein Eis mehr, oder? Sauerstoffgenerator. Warte, Eis verschieben. Da. Tada! Reingeschoben, dass der Sauerstoffgenerator das nimmt. Ach, verdammt, ich hab vergessen, dass ich eigentlich hier war. Ja, jetzt, wo du es gerade sagst. Ich wollte ja auffüllen. Man merkt dann an diesen Momenten schon so ein bisschen unser Alter. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr so. Oh, das ruckelt. Das ist unangenehm. Habe ich doch echt vergessen, die Batterie neu. Sauerstoffgenerator ist schon wieder leer. Schon wieder. Naja, klar. Wenn der das Eis nicht braucht, dann nimmt sich der nächste. Es müsste reichen, denke ich mal, für ein bisschen Hydrogen, auf jeden Fall. Und es ist kein Eis drin, wie sollen der was herstellen? Nee, das, was halt schon drin ist, das bisschen, was er hat, das sollte reichen schon für unsere Tanks, um die aufzufüllen. Das meine ich. Und ansonsten, wenn du Eis haben möchtest, wir haben wirklich massenhaft Eis. Hinten, wo der Eisenbohrturm ist. Ne, im Container, ne? Das ist richtig. Ja, in den beiden großen Containern, da ist alles voll. Jetzt bin ich hier nur am Teleportieren. Ja, aber jetzt guck mal, der ist jetzt schon von diesem bisschen schon zu 2,9% gefüllt. Er hat über 10.000 Liter, also. Der Sauerstoffgenerator? Das reicht. Hydrogen haben wir jetzt schon. Das ist, wo ist denn das drin? Im Tank? Im Hydrogentank. Und der ist wo? Kannst du jetzt drauf zugreifen? Du kannst einfach hier oben. Man, rangehen und machen wir gleich noch ein paar mehr. Genau. Small Hydrogentank 0 von 2250 Liter. ...2,9%. 10.000 Liter hat er drin. Ja. Wie fülle ich denn die bei dem auf? Einfach reingehen. Also das siehst du da nicht. Also in dem Inventaranzeige zeigt er nie an. Die Liter beziehen sich da immer auf die Sachen, die drinne haben. Ach ja, und das, was du reinschmeißt, ne? Und Treufeld. Also du brauchst jetzt einfach nur die Flaschen reinlegen in den...
Na, in den Small. Gut, ich komme wieder hoch. Von unten geht's nicht, war gerade bei der Sauerstoffanlage. Also von hier oben funktioniert es. Ich muss jetzt nur mal einstellen, dass er die Flaschen auffüllt. Warte. Nein, Vorrat nicht. Flaschen auffüllen, automatisch. Ja. Guck mal, den habe ich auch gerade mal reingelegt. Schön arbeitslos. Wunderbärche Nacht. Genau so, wie es soll. Ah, sehr schön. So geht's. Yippie. Sollen wir auffüllen vorher? Ja, machen wir so. Ich muss mal den Ton runterschrauben, das ist ja... So laut bei dir? Das ist jetzt seit neuestem. Die Musiklautstärke ist so hoch gedreht, dann kriegst du Ohrenschmerzen. Keine Ahnung, was das soll. Ja, ich muss das auch öfters machen. Also keine Ahnung, anscheinend bei jedem Patch setzen sie das wieder zurück. Auch neue Musik drin? Und die Lautstärke wieder hoch. Mal wieder runter korrigieren, das ist so... Bleh. Ist laut, weißt du, wenn so ein bisschen wäre, okay, aber. Ja, die Asteroiden-Mod funktioniert auch nicht mehr richtig. Also es wird mir nichts mehr angezeigt, was da drin ist. Sehr schön. Ich flieg mal zum Zerlegen. Aber das ruckelt hier nur noch. Das macht keinen Spaß. Okay. Ich komme ein paar Meter im Fliegen und dann ruckel und dann... Schande. Gut. Ich entlade die richtige Batterie. Ja, natürlich nicht. Ach, das ist die richtige. Okay. Ich will das Schiff so ein bisschen anders designen, dass es halt wieder ein bisschen hübscher aussieht. Ich habe jetzt geguckt, ich habe ja diesen Knickmechanismus, den es ja jetzt auch im Spiel gibt. Den hatte ich ja vorher durch eine Mod drin, ne? Und da gab es den nämlich auch so mit einem großen Anschluss, wie wenn du zwei große Container aneinander setzt, also mit den großen Kontaktstellen, sodass da dann eigentlich alle Teile durchgehen müssten. Hin und her schieben. Ah, super, es funktioniert. Yay. Oh, schon voll. Die Container hier sind auch relativ voll. Wir haben nur noch zwei da.
Ja, ich bin hier nur noch am Rutschen. Ah, okay, es ist heftig, weil das sonst halt gar nicht so das Problem war. Ja, ja, schon ein bisschen, aber jetzt nicht so heftig. Hm. Auch böse Lex, nee, ich komme wieder zurück. Das bringt nichts. Hm, okay. Energie. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Basis ist. Nee, ich hatte vor, beim Fliegen hatte ich auch ab und zu mal. Also immer wenn ich geflogen bin, jetzt mit Jetpack, oder dann nur mal ganz kurz nachgeladen, das ist erträglich, aber das hier, das geht gar nicht mehr. Ja, du bist doch immer wieder zwischendrin abgehakt, sodass ich dann praktisch nur die Hälfte verstehe von dem, was du sagst. Hm, das ist blöd. Ich habe oben die Container nochmal befüllt und ja, kannst du dann irgendwann mal abholen. Hm. Ich guck mal, wie mein Inventar. Jo, das ist befüll ich schnell nochmal die Flasche. Ich gehe doch mal hinten in die Kryokammer. Hm, okay.